Ich grüße Sie. Wir sind auf Buddhas sechstem Pfad rechter Anstrengung immer noch bei dem wichtigen Thema mein Wille. Einen Willen haben heißt entscheiden. Dies muss gut verstanden werden. Jeder, der seinen Willen aktiviert, um etwas zielgerichtet zu erreichen, tut dies im Namen des Guten. Nur, wofür ist es gut? Für wen ist es gut? Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es kommt auf mich als Beobachter eine entscheidende Aufgabe zu. Mein Beobachter-Ich muss dringend schauen, welche tatsächliche innere Motivation hinter meinem Willen steht. Warum tue ich etwas? Oder warum tue ich es nicht? Wie sieht es da ganz tief in meinem Innern aus? Wenn ich realisiere, dass ich im Leben das wirklich und wahrhaftig bekomme, was ich ganz tief in mir wünsche, dann ist das Erkennen meiner Wunschmotivation von entscheidender Bedeutung. Da ich kleines Menschenkind mit dem energetischen Feld, dem ich angehöre, unlösbar verwoben bin, wird sich das Feld nach meinen zielgerichteten Wünschen richten. Diese sind bereits im großen Feld der Möglichkeiten als vorgeformte Realität vorhanden. Diese Wünsche müssen nur entsprechend aktiviert werden, damit sie in den Rahmen, in welchem ich lebe, eingefügt werden können. Sollte ich diese universelle Gesetzmäßigkeit nicht verstehen oder ablehnen, dann tut dies nichts zur Sache. Es geschieht dies auch ohne meine Bewusstseinsbeteiligung. Dann kann es dramatische Folgen für mein Leben haben, denn das Ergebnis dieser universellen Gesetzmäßigkeit heißt, es kommt immer das zurück, was mein Geistsystem aussendet, mit Bewusstsein oder ohne Bewusstsein. Jedoch habe ich nach meiner Aussendung keine Möglichkeit mehr, eine Korrektur durchzuführen. Erst wenn diese ausgesendete Qualität als Rücksendung abgearbeitet ist, wenn sie durchlebt wurde, gibt es eine neue Möglichkeit des anderen Handelns. Vorher nicht. Bei grundsätzlich falsch gestellten Lebensweichen kann dies zu schier endlosen Dramen führen, die nur mit großer Kraft gelöst werden können. Dass dieses Gesetz so wenig Menschen verstehen, schafft so viel Leid. Natürlich gilt diese Logik nur für gesund geborene und gesund aufgewachsene Menschen. Für Kinder, die früh behindert wurden, trifft dieses Prinzip natürlich nicht zu. Eine der ganz großen und dramatischen Fehlleistungen unseres Verstandes ist die Annahme, dass A, die Lösung eines Problems auf der Ebene des Problems liegt und B, dass es zur Lösung eine Möglichkeit gibt, die ich nur finden müsse. Auf die Frage, was ist die Alternative zu dem Jetzt, suchen wir immer nach der einen Antwort, welche die Lösung bringen soll. Unser Verstand sucht immer nach der Lösung, die am einfachsten erscheint und sich am schnellsten anbietet. Hirnforscher sprechen von der Suche nach der schnellstmöglichen Kohärenz im Gehirn.
Die gefundene Lösung auf der Ebene des Problems erweist sich meist als scheinbare Lösung. Sie ist der Startschuss zum neuen Problem, das wiederum gelöst werden muss. Dies ergibt eine Endlosschleife von Problemlösungen. Die tatsächliche Lösung eines Problems liegt immer und ausschließlich in der nächsthöheren Ebene. Erst wenn ich die Konfliktebene verlasse und einen Blickwinkel einnehme, in welchem der Konflikt und seine Parteien verstehbar und akzeptierbar werden, ist eine Lösung greifbar nahe. Erst wenn die verschiedenen Perspektiven der Konfliktparteien nachvollziehbar sind und tatsächlich erkannt werden, ist eine Lösung sozusagen in der dritten Dimension möglich. Hier wird eine Kernaussage Buddhas verstehbar, der sagt: Von jeder Wahrheit ist ihr Gegenteil auch wahr. Die bei Konflikten angestrebten Lösungsmöglichkeiten unserer dualen Welt werden abgelöst vom Eingreifen des Alle-Möglichkeiten-Feldes, welches dann meist eine überraschende Möglichkeit anbietet. Bei der Motivationsbeobachtung meines Willens gilt es zu forschen, ob sich nicht Fremdkonditionierung eingeschlichen hat, die sich als mein eigener Wille tarnt. Gefühle von der eigenen Unwertigkeit, oft gut versteckt, verbunden mit einer tiefen inneren Angst, können den eigenen Willen gänzlich außer Kraft setzen und sich an seine Stelle setzen. Die Fremdkonditionierung, die ganz früh im Leben begann, kann so übermächtig sein, dass meine tatsächliche Identität verloren zu sein scheint. Statt eines klaren Willens herrscht im Innern Desorientierung, Denk- und Gefühlsverwirrung, Hilflosigkeit. Der eigene Wille wird durch Anpassung an Außennormen ersetzt. Ich selbst weiß nicht, was für mich gut ist und habe keine Zielvorstellung für mich. Deshalb übernehme ich die Regeln, die sich mir von außen aufgedrängt haben. Ich lebe in fremd auferlegten Gesetzen, die meine eigene Verwirklichung ersetzen. Das millionenfach sich drehende Rad in meinem Kopf weiß in seiner grundsätzlichen Blindheit nicht, was für mich richtig und falsch ist, was für mich gut oder schlecht ist. Abgekoppelt von meinem kosmischen Bewusstsein realisiert mein Kopf nicht, was meiner Psyche gut tut. Würde ich sonst mein Gehirn mit Unsinns- bis Falschinformationen füttern lassen? Abgekoppelt von meinem Körperbewusstsein realisiert mein Kopf nicht, was meinem Körper gut tut. Würde ich sonst jenen industriellen Biomüll essen, den man mir als Nahrung anbietet? In ihrer Hilflosigkeit suchen sehr viele Menschen Schutz durch Anpassung an die gerade gültigen gesellschaftlichen Normen. Welche Art Normen im Moment von Religion oder Staat abgesegnet werden, ist völlig gleich. Wichtig ist, dass diese für mich als richtig gelten. Wenn ich mein Bewusstsein an die herrschenden Wertvorstellungen angleiche, bin ich auf der sicheren Seite, bin ich von Schuldgefühlen und vielen Ängsten entlastet. Keiner kann mir etwas wollen, da ich es alles richtig mache.
Welch ein Irrtum! Hier kann meine Irrtumsfähigkeit grenzenlos sein. Die Unterwerfung unter Denkgesetzen einer Gruppe, der man sich anschließt, als Stütze für die eigene innere Angst vor dem Leben, vor der eigenen Verantwortung dem Leben gegenüber, gibt Sicherheit. Jedoch kann man mit diesen Menschen, die in solchen Gesetzeskategorien einer Weltanschauung leben, nicht diskutieren. Sie sind immun gegen jede Argumentation, welche ihrer Weltsicht nicht entspricht. Sie leben in einer tiefen Angst, der man niemals mit Argumenten begegnen kann. Vertreter von Religionen sind immer Gesetzesdenker, gleich wie sanft oder wie modern sie sich auch darstellen. Beachten wir, dass es viele moderne Religionen gibt, insbesondere der Glaube an die Wissenschaft, welcher die alten Religionen ersetzt. Wer im Gesetzesdenken lebt, hat einen felsenfesten Schutzpanzer des Wissens, was richtig ist, um sich gelegt. Sucht für negatives Geschehen immer einen Verantwortlichen in Außen. Immer ist jemand anderer schuld. Er hat die Frage nach Schuld, natürlich immer die anderen, und nicht Schuld, natürlich immer ich selbst, zur zentralen Lebenssache gemacht. Er lebt im ständigen, hochmütigen Beobachten, ob die Menschen des Umfeldes auch alles richtig machen. Er kann tagtäglich tausende Fehler der anderen entdecken und diese mehr oder weniger lautstark anprangern. Er kann sich in seiner Unlebendigkeit satt und zufrieden zurücklehnen, um Urteile über andere zu fällen. Er ist bei entsprechender Charakterformung potenzieller Denunziant und kann mit der Sattheit des Gerechten andere Leben vernichten. Er geht letztendlich für seine Wahrheit buchstäblich über Leichen, besonders wenn diese durch einen Religionsführer oder durch die Wissenschaft abgesegnet ist. Er verhärtet und erstarrt in seiner Einkerkerung. Er wird zum lebenden Toten. Es gibt viele gute Gründe der Herrschenden, die Angst in immer feineren Formen zu verbreiten, damit die Freiwilligkeit der Knechtschaft gewährleistet bleibt. Übrigens, die Herrschenden sind genauso in dieses elende Rad eingebunden, denn sie haben die panische Angst. Die Herrschaft könnte durch das Erwachen der Menschen verloren gehen. Menschen mit Bewusstheit achten natürlich die geltenden Gesetze, benötigen diese jedoch nicht. Lasst uns prüfen, wo wir noch unfrei im Gesetzesdenken verhaftet sind. Ich muss wissen, nur ich selbst kann mich aus dieser Lebensfalle herausholen, indem ich mich selbst zum Gegenstand meiner Beobachtung mache. Jeder von uns, gleich wo er steht, sollte sich diese Fragen stellen. Wie und was denke ich? Wie oder was empfinde ich? Was sage ich und wie sage ich es? Was tue ich und wie tue ich es? Wann handle ich gewohnheitsmäßig automatisch? Wer oder was bringt mich zu welcher Reaktion? Wann und wo unterliege ich einer Selbsttäuschung? Denke, fühle, handle ich irreal?
Die Frage, ob ich die Außenwelt, das heißt mein Leben, selbst beherrsche oder ob ich beherrscht werde, erkenne ich als zentrale Bewusstseinsfrage. Wie sagte ein alter Meister wieder in einfachen Worten: Mensch, werde Herr über dich selbst. Wie sonst solltest du dein Leben steuern können? Ich danke Ihnen.